Schönen guten Tag, ich freue mich hier zu sein, habe viele interessante Sachen jetzt schon bei den vorangegangenen Vorträgen gehört. Jetzt kommt natürlich ein bisschen was anderes, weil ich von Insekten keine Ahnung habe und mich schon in vielerlei Hinsicht auch von Herrn Reckhaus habe aufklären lassen, wenn ich was Falsches über Insekten gesagt habe. Deshalb werde ich jetzt gar nicht besonders viel über Insekten sagen, das kann nur schief gehen. Ich möchte mal etwas ganz anderem anfangen und dann auch auf einige Aspekte zu sprechen kommen, die hier schon in den vorangegangenen Vorträgen angesprochen worden sind. Aber jetzt kommt mal was anderes, nämlich eine Einleitung eines Artikels vom vergangenen Freitag aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das lese ich Ihnen einfach mal kurz vor. Am Sonntag konnte Olaf Scholz auf Risse im Eis des Nordpolarmeers schauen. Die waren aus 12 Kilometer Höhe gut zu sehen. Der Bundeskanzler befand sich auf dem Rückweg von Tokio nach Berlin. Da russisches Gebiet wegen des Krieges gegen die Ukraine derzeit nicht überflogen werden darf, musste Scholz einmal rund um Russland herumfliegen, hinwärts über China, zurück auf der Nordroute über das Polarmeer. Wie auch immer die Risse, die aus dem Kanzlerflugzeug zu sehen waren, entstanden sind, der CO2-Ausstoß beim Eintagesausflug der Regierungen in die japanische Hauptstadt ist erheblich. Hilfreich für das Eis ist das bekanntlich nicht. Aber das sind nicht die Maßstäbe für Kanzlerreisen. Die Zeit, in der ein deutscher Regierungschef große Distanzen mit anderen Verkehrsmitteln als dem Flugzeug zurückgelegt hat, wie etwa Konrad Adenauer, der 1953 10 Tage mit dem Schiff bis nach Amerika brauchte, sind lange vorbei. Innerhalb Deutschlands werden Auto und Hubschrauber benutzt. Das ökologisch günstigste Verkehrsmittel, der Zug, bleibt auf der höchsten politischen Reiseebene außen vor. Ein Kanzler muss viel reisen, Umweltschutz hin oder her. Das gilt auch für Olaf Scholz. Warum lese ich Ihnen das vor? Weil es doch der Hammer ist. Es ist doch der Hammer, dass wir nach einem halben Jahrhundert intensiver Auseinandersetzung mit ökologischen Themen, mit den Grenzen des Wachstums und so weiter, solche hochoffiziellen Mitteilungen bekommen, dass sowas wie ökologische Fragestellung, Mobilitätswende in der Praxis und sonst was selbstverständlich für Regierende gar keine Kategorie sind, weil die müssen ja fliegen. Was steckt dahinter? Dahinter steckt die Verinnerlichung einer Form der kulturellen Praxis, die 150 Jahre mindestens, wenn wir hier die frühindustrialisierten Länder angucken, vielleicht auch ein bisschen länger und global betrachtet etwas kürzer, einfach in die entgegengesetzte Richtung von Nachhaltigkeit gelaufen sind und heute auch noch laufen. Und mich bestürzt das. Mich bestürzt, und hier war ja vorhin gerade eben schon die Rede von, dass wir kein Erkenntnisdefizit haben, sondern ein Handlungsdefizit. Nein, ich glaube, wir haben auch ein Erkenntnisdefizit. Also nicht auf der wissenschaftlichen Ebene, was Herr Settele, was Sie sagen, ist vollkommen evident und steht außerhalb jeder Frage. Nur Sie sagen das schon sehr lange. Und viele andere sagen das auch schon sehr lange. Und trotzdem kommt es zu solchen Aussagen. Ich hatte noch ein anderes Beispiel von der vergangenen Woche aus der FAZ, weil ich laufe so durch die Welt, dass mir immer Dinge als verwunderlich auffallen, die offensichtlich sonst niemanden verwundern. Da stand auf der Seite 2 ein großer Artikel über den tags zuvor erschienenen IPCC-Bericht. Und der ist ja heute auch schon erwähnt worden. Und der IPCC-Bericht hatte, wie alle IPCC-Berichte bislang, keine guten Nachrichten. Ja? Und es ist ein erhöhter Handlungsbedarf. Und das Zeitfenster schließt sich und. Alles, das wir schon kennen seit den anderen 5 IPCC-Berichten zuvor, wird von Müller-Jung, dem Wissenschaftsredakteur, zutreffend berichtet, was in dem IPCC-Bericht steht. Darunter stand ein genauso großer Artikel, der teilte mit, dass die EU beschlossen hat, 1 Million Granaten so schnell wie möglich zu fertigen. Und was ich interessant finde, ist, dass wir nach 50 Jahren Diskussion über diese Themen, 30 Jahre Diskussion, Debatte, wissenschaftliche Erkenntnisgenerierung über den Klimawandel, überhaupt keine Transferleistungen haben.
dass zum Beispiel die Produktion von 1 Million Granaten im Widerspruch zu Klimazielen stehen. Übrigens auch das, was die Granaten anrichten, im Widerspruch dazu stehen, was Insect Respect und so weiter. Ja, ein kleiner Hinweis, könnte ich jetzt 2 Stunden Vortrag drüber halten, was Kriege ökologisch bedeuten. An Vernichtung von Naturräumen, an Zerstörung von Tierpopulationen. Und zwar nachhaltig. Nachhaltig. Die Folgen des Vietnamkrieges sind in Vietnam heute noch in vielfältiger Weise spürbar. Hat übrigens auch dazu geführt, dass es eine Völkerrechtskonvention geworden ist, dass Umweltverbrechen innerhalb von Kriegen strafbewährte Handlungen sind. Spielt überhaupt gar keine Rolle. Und ich finde das total frustrierend, als jemand, der sich viele Jahre auch über diese Fragen Gedanken gemacht hat, dass doch immer dann, wenn ein anderes Thema priorisiert wird, unsere Fragestellung, wenn ich das mal hier so sagen darf, alles das, was Sie umtreibt und weswegen wir hier sind, einfach gar keine Rolle mehr spielt. Das heißt, hinsichtlich der Integration der zentralen Überlebensfragestellungen des 21. Jahrhunderts sind wir überhaupt nicht weit. Es wird immer sofort nachgeordnet. Es passiert etwas anderes und dann sind andere Interessen, andere Priorisierungen und so, so stark einfach deswegen, weil die Themen, die hier eine Rolle spielen, überhaupt noch nicht mental inkorporiert sind als die wichtigsten Themen, die es überhaupt gibt. Und das ist etwas, glaube ich, jetzt nochmal, was das Erkenntnisdefizit angeht, wo wir eine wirkliche politisch-kulturelle Problematik haben, die auch etwas damit zu tun hat, wie bislang über diese Themen gesprochen worden ist. Es ist ja im Wesentlichen, und das hat ja gute Gründe, im Modus des Katastrophischen geredet worden über diese Themen. Ja? Also was der Klimawandel für Folgen hat, wie lange überhaupt noch Fenster zum Handeln offen sind und dass alles irgendwie fürchterlich in die Grütze geht und so weiter und so weiter. Und es mag zu Beginn der Kommunikation einen guten Sinn gehabt haben, aber sozialpsychologisch betrachtet nutzt sich diese Form von Kommunikation ab. Es ist vollkommen eingepreist. Stellen Sie sich in der FAZ vor, wo gute Nachrichten über das Klima und die Umwelt vorkommen würden. Die Leute würden denken, es ist die Ausgabe vom 1. April oder ist völlig merkwürdig, weil die Erwartungshaltung zum Beispiel an den IPCC-Bericht natürlich die ist, es wird immer schlimmer. Das ist eingepreist. So, und die vielen Kolleginnen und Kollegen, die diese verdienstvolle Arbeit gemacht haben im Bereich der Ökologie im weitesten Sinne und des Klimawandels und so, haben eigentlich immer noch so eine Art Verelendungstheorie im Kopf. Also die klassische englische Verelendungstheorie bedeutete ja, wenn der Proletarier, wenn es dem irgendwann richtig extrem schlecht geht, dann wird er rebellieren und Revolution machen. Diese Verelendungstheorie von Marx und Engels hat historisch niemals gestimmt. Es waren nämlich niemals die Verelendeten, die Revolution gemacht haben, sondern andere Gruppen. Und wir haben es im Bereich Klima und Öko ganz genauso, dass immer die Annahme vorherrscht, wenn es richtig heavy wird, dann wachen die Leute auf. Jetzt kommt es aber, das kann ja schon sein, dass die aufwachen. Aber das, was sie dann tun, wenn sie aufwachen, kann was vollkommen Kontraintuitives sein. Nämlich zum Beispiel noch schnell eine Weltreise zu buchen, weil man ja nicht weiß, wie lange das noch geht. Oder noch mal schnell einen geilen Porsche kaufen, weil man weiß ja nicht, obwohl wir wissen ja seit vorgestern, das geht noch länger mit dem Porsche, da ist sozusagen wahrscheinlich kollektive Beruhigung unter uns Porsche-Fahrern eingesetzt. Das wird noch eine Weile gehen, das kriegt man schon hin. Aber auch das ist ja ein Beispiel dafür, diese Porsche-Nummer, die wir jetzt erlebt haben, dass das vollkommen losgelöst von wissenschaftlichen Fragestellungen stattfindet, was dort auf den Weg gebracht wird. Und insofern ist das Problem, was wir haben, erstens ein Problem der Kommunikation. Es ist ja von Maya Göpel auch schon angesprochen worden und auch von Herrn Setteler in gewisser Weise angesprochen worden, dass wir natürlich eine Erzählung verfertigen müssen, die nicht vom Wir müssen ja ausgeht, sondern die vom Können ausgeht. Es gibt ja extrem viele Gründe, unsere Gesellschaft besser zu machen, als sie bislang ist.
Da brauche ich gar nicht eine negative Begründung dafür. Wenn ich eine Stadt haben will, die zum Beispiel ganz anders mit Wasser umgeht, dabei aber eine soziale Atmosphäre erzeugen kann, die wesentlich besser ist als die, wo das Auto das dominierende Feature in unseren Städten ist, dann brauche ich nicht mal eine negative Begründung dazu. Also eine autofreie Stadt ist auch dann gut, wenn es keinen Klimawandel gibt. Umgekehrt ist es aber so, dass wenn ich immer nur negativ begründe, ich den Status quo eigentlich untermauere. Ja, wäre eigentlich gut, wenn nur der doofe Klimawandel nicht wäre. Und das ist, glaube ich, ein großer Fehler, weil man den Menschen auch ein Angebot machen muss, weshalb Veränderung attraktiv ist, weshalb es sich lohnt, auch für jeden Einzelnen, was gewissermaßen rauskommt an veränderten Lebenswelten. Das ist der eine Punkt, wo wir ein Erkenntnisdefizit tatsächlich haben. Und daran gekoppelt ein ganz großes Handlungsdefizit. Das andere Problem ist Arbeitsteilung. Tut mir leid, wenn ich das in diesem Rahmen hier sagen darf, aber ich glaube, wir sind Teil einer Szene, die besorgt ist, während es viele andere Szenen gibt, die für die Besorgnisse sorgen. Ja? Eckart von Hirschhausen, der ja konsequenterweise unlängst gesagt hat, er hört auf, mit seinem Bühnenprogramm und den ganzen beruflichen Aktivitäten, die er früher gemacht hat, und widmet sich jetzt ausschließlich sozusagen den klimapolitischen Fragestellungen mit Hilfe seiner Stiftung, die er gegründet hat, hat ja den wunderbaren Satz gesagt: Man kann nicht ehrenamtlich die Welt retten, wenn so viele sie hauptberuflich zerstören. Und das ist ja richtig. Ja? Und wir haben tatsächlich eine gesellschaftliche, politische Umgangsweise mit diesen dränglichen Themen entwickelt, die sagt, okay, hier gibt es diese super Leute, Settele, Tumbrink und viele andere und diese ganzen Institutionen, die wir geschaffen haben und eigene Ministerien und Lehrstühle und Konferenzen vor allem, Konferenzen, unfassbar viele Konferenzen, die sind zuständig für die Insekten. Aber natürlich ist BMW und Porsche nicht zuständig für die Insekten. Und viele andere sind auch nicht zuständig für diese Themen. Und das ist das zweite große Problem, was mit der ersten, hier mit meinem kleinen Literaturexkurs aus der FAZ zu tun hat. So etwas, die Auftrennung der Problemsichten, resultiert natürlich daraus, dass wir gesellschaftliche Zuständigkeiten so verteilt haben, wie ich das gerade beschrieben habe. Das wird nicht integriert betrachtet. Und das hängt mit dem dritten Problem zusammen. Nämlich, dass wir ein extremes Defizit haben, was Ökonomie angeht, in der einschlägigen Szene. Maya Göpel ist ein lebendes Gegenbeispiel, also ich bin der lebende Soziologe, Maya ist das lebende Gegenbeispiel. Also insofern gibt es hier viel Vitalität in diesem Raum, auch schön. Aber was mich in den letzten Jahren immer mehr umtreibt, ist, dass wir viel zu wenig darüber sprechen. Dass natürlich die zentrale Transformationsagentur dieser Gesellschaft die Ökonomie ist. Es ist die Ökonomie. Wir können als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Girlanden und sozusagen das Erkenntnisproblem, das ist sozusagen unsere Zuständigkeit, aber die Organisation des Stoffwechsels ist die Zuständigkeit der Wirtschaft, der einzelnen Unternehmen, aber bitteschön auch irgendwann mal möglicherweise dieser Schwundwissenschaft Ökonomie. Ja, dass man sich die Frage stellt und ihrer Beantwortung sukzessive annähert, wie denn eigentlich eine Organisation unseres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Stoffwechsels im 21. Jahrhundert so aussehen kann, dass die Zerstörung aufhört. Ja? Und wenn man auf Veranstaltungen ist, wo es dann tatsächlich um die Operationalisierung geht, also wie setzen Unternehmen denn die Berichtsanforderungen, denen sie unterliegen, um? Wie bauen die ihre Unternehmen um? Dann hat man immer den Eindruck, und das ist ganz, ganz sprechend für das Thema, über das wir reden, dass sie vielfach auch ehrlich sich bemühen, etwas umzusetzen, sogar auch selber verstanden haben, was die Notwendigkeiten sind und das nicht nur als äußeren Zwang begreifen, aber, jetzt komme ich auf den Anfang zurück,
das Ganze tun in einer Entwicklungsrichtung, die 150 Jahre Nicht-Nachhaltigkeit präferiert, privilegiert, subventioniert. Und innerhalb dieses immer noch falsch laufenden Systems versucht man dann halt energetisch zu optimieren, CO2 zu reduzieren, treibhausgasneutral zu werden und so weiter. Und das ist ein Widerspruch in sich selbst. Ja? Und insofern, jetzt komme ich zu Reckhaus, es ist ja eine unternehmerische Transformation, mit der wir es hier zu tun haben. Wenn jemand tatsächlich die Notwendigkeit, ähnlich wie Eckart von Hirschhausen, die Notwendigkeit der Transformation auf sich selbst bezieht und sagt, ich bin Insektizidhersteller, ich bin das Problem für eine künftige nachhaltige Gesellschaft, und diesen Gedanken so übersetzt, dass er sein eigenes Geschäftsmodell beginnt zu verändern, dann können wir sagen, da ist etwas passiert, weil das hat etwas mit der Reorganisation, der Organisation unseres Stoffwechsels zu tun. Und das finde ich interessant, dass es natürlich eine ganze Reihe von Unternehmerinnen und Unternehmern gibt, die sich in dieser Weise auf den Weg machen und versuchen, das, was sie an Wissen über wirtschaftliches Handeln, über wirtschaftliche Strategien haben, so einzusetzen, dass das, was am Ende als Produkt oder Dienstleistung herauskommt, nicht mehr zerstörerisch ist. Das ist, wenn man es pathetisch sagen würde, die Neuerfindung einer kapitalistischen Wirtschaft, weil die ist, so wie wir sie kennen, extrem zerstörerisch. Lernen wir auch jeden Tag aufs Neue, wie unfassbar zerstörerisch sie ist. Und ich glaube, das könnte hier auch nochmal ein Starting Point sein, dass diese ökonomische Perspektive viel, viel ernster und viel, viel stärker in das Zentrum der im weitesten Sinne ökologischen oder Nachhaltigkeitsdiskussion gebracht wird. Und zwar schlicht aus der Notwendigkeit, diese Arbeitsteilung, von der ich gesprochen habe, aufzuheben. Das ist auch unbequem für viele Ökos. Das ist total unbequem, weil an der Stelle wird es ja ernst. Also man kann ja, ich habe ja viel in diesen Szenen zu tun, und da ist immer so zum Beispiel eine Grundvoraussetzung für eine gesellschaftliche Veränderung ist das bedingungslose Grundeinkommen. Da nicken immer alle. Und wenn man dann die Frage stellt, ja, aber wie wird das denn erwirtschaftet, hält man das für eine nebensächliche Frage. Ja, weil das ist ja, gibt ja so viel Steuern und das kann man dann finanzieren. So, und dann kann man die Frage immer weiter stellen. Und dann ist es am Ende ja doch so, dass die Produktion und die Reproduktion in irgendeiner Weise sichergestellt sein muss durch Akteure, die irgendwie arbeiten oder irgendetwas entwickeln und das versuchen umzusetzen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist das eigentliche Erkenntnisdefizit und dann damit verbunden auch das Handlungsdefizit. Nicht bei denen, die vorangehen, die ihre Unternehmen anders bauen oder auch überhaupt Unternehmungen gründen, um nicht zerstörerisch zur eigenen Rolle in der Welt beizutragen. Ja? Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, und das spricht hier noch mal viel stärker für den Ansatz von Reckhaus, dass man sich nicht damit zufrieden gibt, dass man sozusagen in der eigenen Position, in dieser arbeitsteiligen Welt der Transformation, sich damit zufrieden gibt, dass man halt das Richtige propagiert, die richtigen Daten und so weiter, sondern es geht um Ernstmachen. Es geht, glaube ich, und auch wenn wir sehen, dass Realpolitik mit den Fragestellungen eben gar nicht ernst macht. Also für mich ist es surreal, wenn wir im Frühjahr 2023 144 Autobahnen neu bauen und dazu sozusagen das Innovative daran liegt, dass man neue Begrifflichkeiten dafür erfindet, wie Engpassbeseitigung. Engpassbeseitigung. Ich glaube, die größte Kreativität der Grünen Partei ist im Moment in der Erfindung von kaschierenden ideologischen Begrifflichkeiten für die Scheiße, die sie anrichten. Ja, und ich glaube, dass so etwas nur dann passiert oder vor dem Hintergrund passieren kann, dass wir eben bei allem guten Willen und allen guten Absichten doch einige Jahrzehnte bestimmte Dinge nicht richtig kommuniziert und nicht richtig auch soziologisch formatiert haben. Letzter Punkt dazu, oder ich könnte noch einen schönen Satz
zitieren von Ernst Bloch aus einem völlig anderen Zusammenhang, nämlich als er mal einen Aufsatz darüber geschrieben hat, wie der Nationalsozialismus aufgestiegen ist in den 30er Jahren, hat er gesagt, alles, was die KPD gemacht hat, war richtig, nur was sie nicht gemacht hat, war falsch. Und wir sind sozusagen in unseren Bemühungen bei vielen Sachen sehr richtig unterwegs, aber das, was wir nicht machen, das ist falsch. Nämlich diese Form von Kommunikation, diese Form von Politisierung des Problems. Wir haben ja auch so eine Form von künstlicher Verrätselung. Ja, warum handeln denn die Leute nicht danach, was sie wissen? Als würden wir in einer idealen, interessenfreien, nicht durch Machtverhältnisse strukturierten Welt. Ja, warum handeln sie denn nicht? Naja, weil alle Vorgaben, die ihnen von den Rahmenbedingungen der Politik her vorgegeben wird, in Richtung Nicht-Nachhaltigkeit geht. Man muss sich ja schon furchtbar anstrengen, wenn man nachhaltig sein will. Ja? Und insofern muss man auch mit dieser Verrätselung aufhören und sagen, hier sind bestimmte Bedingungen, die politisch durchgesetzt werden, die es sehr vielen Menschen verunmöglichen, in der notwendigen Weise zu produzieren oder sich im Alltag zu verhalten und zu konsumieren und so weiter. Das heißt, wir müssen aus dieser Idealisierung, ach, da ist so viel guter Wille, aber irgendwie ist es rätselhaft, warum es nicht umgesetzt wird, müssen wir zu einer Repolitisierung der ökologischen und der, wie heißen sie, Entemodingster, Epti, keine Ahnung, zu diesen Fragestellungen, auch die müssen repolitisiert werden. Und dann wird es aber auch anstrengend, weil es dann auch darum geht, dass man sagt, das ist Transformation ist keine Angelegenheit, wo alle gewinnen. Das ist ja, gehört ja auch zu den großen Mythenerzählungen. Ja? Wenn wir uns so wunderbar transformieren, eben ist ja schon en passant darauf hingewiesen worden, und zwar in beiden Vorträgen, was Strategien der erneuerbaren Energiegewinnung auch für Schäden anrichten können. Auch das ist kein Spiel, wo alle gewinnen oder zum Beispiel alle Tiere gewinnen und alle total glücklich sind, wie auf diesen Hochglanzfolien mit den Mittelstandsfamilien auf grünen Wiesen mit sich drehenden Windrädern im Hintergrund. Finde ich auch immer geil. Auch da ist kommunikativ überhaupt noch nichts weitergegangen. Da steht immer der Mittelstand glücklich auf der Wiese. Wenn man dieselben Bilder aus den 50er Jahren sieht, waren da keine Windräder, sondern Atomkraftwerke, aber dieselben grünen Wiese und derselbe Mittelstand, der da rumstand. Und auch der Mittelstand und viele andere in den reichen Gesellschaften werden bei einer ernst gemeinten Transformation nicht alle gewinnen, sondern da gibt es Verluste an Wohlstand, was ja nicht weiter schlimm ist, wenn man auf andere Art und Weise Mittel der Gewinnung von Lebensqualität hat. Wir leben ja in der irrigen Vorstellung, dass sozusagen mit dem Ansteigen von Konsummöglichkeiten das Glück wächst. Das ist ja ab einem bestimmten Niveau nicht der Fall. Also zum Ernstmachen in diesem Zusammenhang gehört auch die Erzählung zurückzuweisen, dass das nur profitabel für alle ist. Und das hat sogar seinen guten Sinn, weil jede Form von gesellschaftlicher Veränderung, die in der Geschichte erfolgreich gewesen ist, war immer ein Kampf gegen die Privilegien von Leuten, die vom Ist-Zustand am meisten profitiert haben. Ja? Und deshalb ist ja auch das, was die Fridays for Future initiiert haben, ist ja letztlich eine Deprivilegierung der älteren Generationen, die das Ganze angerichtet haben, und die Reklamierung des Rechts einer jüngeren Generation, dieselben Lebensbedingungen, Ausgangsbedingungen, Gestaltungsbedingungen vorzufinden, wie die Älteren ganz selbstverständlich sie für sich in Anspruch nehmen. Ohne Deprivilegierung derjenigen, die von dem Falschen profitieren, wird es überhaupt nicht gehen. Die verlieren, hoffentlich. Dankeschön.